Der tolle Sommer bis in den Oktober hinein hat sie nur ein kleines bisschen getröstet. Die FK Kala, deren Strand in Hooksiel Ende Juli von heute auf morgen aufgehoben worden war, haben schwer leiden müssen. Seitdem wurden nach Aussage einiger Badenden immer wieder Frauen belästigt. Die Wangerland-Touristik will nun wieder einen Nacktstrandbereich einrichten. Das Saisonende am Sonntag nutzen die FK Kala von überall her, um noch einmal Geschlossenheit zu zeigen und ein nicht zu übersehendes Zeichen zu setzen für ihre Forderung, die Wiedereinrichtung des FKK-Strands.